Peter, ja. Kannst du mir etwas über deinen Werdegang erzählen? Wie und wo bist du aufgewachsen? Also, ja, man hört an meinem Dialekt relativ schnell, dass ich Holländer bin. So, ich bin in Holland aufgewachsen. Aber ein bisschen komische Werdegang. Von Ursprung bin ich gelernt, Zimmerman Moeren. Habe ich gemerkt, dass ich daar überhaupt kein Talent voor had. Ik heb gemerkt, dass ich Talent habe voor Sport. Bin dann in de Sport ingerutscht. Als Sportlehrer. 5 jaar Sporthochschule studiert. Mit spezialisierend Kraft- und Athletiktraining. Und, habe nachher in die 5 jaar überlegt van, hey, ich mache noch eine Zusatzausbildung. So bin ich dann in de Physiotherapie da reingerutscht. Und nach der Physiotherapieausbildung bin ich dann in 92 zu der Schweiz gekommen. Heute betreust du das MTC Medical Training Center in Emmenbruch und in Hofteren. Mhm. Wie bist du denn zu dem gekommen? Wie hat das angefangen? Oder wo hast du angefangen? Also, meine Absicht war eigentlich nie, um selbstständig anzufangen. Aber, ich habe gemerkt, die Arbeitsweise, wie ich gerne das hätte. Es gibt verschiedene Methoden von Physiotherapie, aber die Arbeitsweise, wie ich das gerne habe, so mit Training, was du vielleicht auch da jetzt schon gesehen hast in unserem Zentrum, die aktive Reha, die gefällt mir sehr gut. Ja. Und in die vergangenen Arbeitsstellen bin ich nicht so super zufrieden gewesen, und dann habe ich in 2001 gedacht, weißt du was, ich mache mich dann selbstständig mit der Hintergrund als Sportlehrer und dann die Physiotherapie und später die Sportwissenschaften, was ich da gemacht habe, von hey, ich möchte das mal selber machen. Und ja, jetzt ist das schon über 20 Jahre und ja, das freut mich sehr natürlich. Was für Dienstleistungen bietest du und das Team an? Also, bei uns geht es vor allem, wie ich schon gesagt habe, um aktive Rehabilitation und Sportphysiotherapie. Aber das kann auch sein opa's en oma's, ältere Leute, dick, dun, jong, alt, aber die Leute wissen, dass wir een actieve approach hebben und nicht nur mal anliegen und massiert werden oder elektrotherapie oder fangopakkungen. Wir machen das auch, aber es ist eher ein klinisch Bereich. Nou, das ist die Rehabilitation. Dann haben wir einen großen Bereich, wo es um Fitness geht, Gruppenfitness. Wo man wirklich absolute Top-Trainer hat, die Gruppenfitness tun, betreuen und leiten. Dann haben wir die Groupfitness, normale Fitness-Abos können wir bei uns absolvieren. Und wir haben auch einen großen Bereich, wo es geht um Massagen. Ja. So, die aktive Reha, Sportreha, aber auch die medizinische Training, Fitness, Massage, das ist eigentlich unsere Kernkompetenz. Okay. Mit welchen Problemen suchen dich die Leute auf? Oder was, welche Krankheit oder welche Leiden kannst du lindern? Ja, eigentlich alles. Ja. So, das heisst nicht, dass wir alles können lindern. Wir können uns Mühe geben, um das besser zu machen. Aber vor allem sind das orthopädische Fälle, mit sehr viel Kreuzbandverletzungen. Wir arbeiten sehr eng zusammen mit einigen Orthopäden, hier in Luzern, Kanton Luzern. Knieverletzungen, Rücken, Schulter. Aber auch viel Herzpatienten, die zu uns kommen, ja, die auch sagen, ja, ich wollte nicht nur mal Medikamenten und ja, ein bisschen spazieren und ein bisschen das und ein bisschen das. Die wollen aktiv sein. Dann hebben we een groot bereich, wo es um Krebspatienten geht, Onkologiepatienten, die auch sagen, ja, wir wollen wieder aktiv angehend. Und da hebben we eigentlich eine ganz gute Betreuung. So ist es nicht so klassisch als Fitnesscenter, wie man es kennt. Ja. Aber ja, es ist Training geführt durch wirklich ja, Leute mit langjährigen Ausbildungen und die da wirklich auch viel Erfahrung damit haben. Okay. Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, ich könnte das auch daheim trainieren, ja, die einfachen Bewegungen oder so machen, Muskelaufbau. Ja. Wieso sollten so Leute zu dir ins Medical Center kommen? Ja. Oder was ist der Vorteil, also wenn wir es daheim selber machen? Die Leute bekommen sowieso, wenn sie zu uns kommen, bekommen sie sowieso ein Heimprogramm. So, die bekommen sowieso Empfehlungen, was sie zu Hause machen können. Die Erfahrung lehrt aber, dass wenn die Leute Schmerzen haben, machen sie alles für dich. Oder machen sie alles für sich selber. Mhm. Wenn es schon ein bisschen besser geht, dann zu Hause trainieren wird dann schon mal ein bisschen weniger. Dann sind sie meistens nicht so sehr aktiv mehr. So, hier hat man quasi ein Stock hinter der Tür, wo du einen Termin hast mit einem Trainer, die dich begleitet, die eine Methodik hat, ein Aufbautraining,
wo wir einen Anfang und ein Ende haben. Also, wir müssen mit den Leuten immer ein Ziel haben. Da kann ich nicht sagen, was machen wir heute? Nein, der muss ein Ziel haben. Ja. Und da arbeiten wir hinauf und das merken die Leute dann auch, wenn sie zu uns kommen. So, zu Hause trainieren, perfekt, super. Oft fehlt ein bisschen die Disziplin. Ja. Und dann sind wir da, die Leute ab und zu mal ein bisschen zu stöpfigen, um eine ja, externe Motivation reinzubringen. Wenn man deine Webseite liest, steht auch, dass ihr Osteoporose angeht, Lungenerkrankungen oder auch Leute mit Tumorenkrankungen, du hast es angesprochen. Kannst du das genauer erläutern? Was machen die Leute in einem Training oder was hilft ihnen dabei, wenn sie bei dir trainieren? Ja. Also, vorher so angesprochen, die Lungen- und die Osteoporose-Patienten, aber auch Leute natürlich mit Tumoren oder mit Krebspatienten. Erst geht es darum, dass die Leute ein sogenanntes Feel-Good-Gefühl bekommen. Mhm. Dass die Leute wieder aktiv sind, dass sie nicht mehr nur zu Hause sitzen mit Medikamenten und oh, schau mal, wie das geht. Nein, die Leute sollten wir aktivieren. So sehr wichtig ist, und das muss man nicht vergessen, ist erst was mir in Holland sagt, was zwischen die Ohren passiert. He, was im Kopf passiert. Mhm. So, es ist sehr wichtig, dass die Leute mental sagen, ich bin wieder aktiv, ich kann wieder etwas. Mhm. Vielleicht ist het Einstiegsniveau sehr niedrig vergeleken zu anderen Leuten. Aber die Leute merken van, hey, ich bin wieder aktiv. Ja. Das gibt einen guten positiven Input zu dem Kopf, aber auch körperlich. Wir sehen bei allen Leuten, die kommen, dass nach, ich würde mal fast sagen, nach 4 bis 6 Wochen, siehst du, dass die Belastbarkeit von Leuten, dass sie mehr mögen, wirklich steigt. Okay. Ja. Ich habe gesehen, ihr bietet Trainings für Gruppen an oder individuell. Ja. Kannst du jetzt noch etwas sagen über die MTC Skills? MTC Skills heißt es. Also, ja. Das MTC Skills ist ein Programm, was wir eigentlich spezifisch erstellt haben für Teams. Ja. So, wie ich schon gesagt habe, wir haben hier wirklich Top-Trainers mit langjährige Erfahrung auf Top-Niveau. Ja. Ivana. die auf Top-Niveau tätig sind, die, wo wir mit den Leuten ganz gezielt Athletiktraining machen und Saison vorbereiten. So, das kann sein, dass sie in der Sommerperiode oder in der Winterperiode einen Block machen von 4 bis 5 Wochen. Dann kommt man in diese Räumlichkeit, wo wir exklusiv mit den Leuten können trainieren, wo wir die Leute begleiten in die Explosivität, Athletic Training, alles sportspezifisch gesehen. Das machen wir Teams. Okay. Hier können wir bis 25 Leute können da trainieren. Ja. Okay. Dann hebben wir auch vereinzelte Sportler, die zu uns kommen. Dat sind dann Swinger, Handballspielerinnen, Tennisspieler, verschiedene Sportler, die zu uns kommen, die op 1-1 Basis komen trainieren. Dat is oké. Okay. Hockeyspieler. Ja. Und wir haben Geschäftsleute oder auch Leute, die sagen, hey, ich wollte een sogenannte private Training, wir nennen das Personal Fitness Training. Ja. Die sagt, hey, ich brauche ein Personal Fitness Training, was eigentlich die meist intensive Art von Betreuung ist, um Ziele zu erreichen. Mhm. Okay. Ja. So wie gesagt, es ist etwas mehr als nur Physiotherapie und Reha. Okay. Es gibt so die These, dass man, wenn man täglich ein bisschen Bewegung hat und immer ein bisschen trainiert, dass man dann länger lebt. Stimmt das? Also braucht man dazu zwingend auch ein Krafttraining? Oder längst, wenn man jetzt zum Beispiel draußen auch ein bisschen laufen? Oder braucht es ein gewisses Level? Kann man das auch zeitlich vielleicht eingrenzen? Was es braucht, täglich oder wöchentlich, um wirklich gesund zu bleiben und um das Leben zu verlängern? Ja, nou, ich kann natürlich das natürlich nicht mit Sicherheit bestätigen, aber es sind sicher Studien, die belegen von, okay, vielleicht lebst du länger. Ich kann ja auch bestätigen, dass du gesunder leben wirst. Mhm. Ik kan je voorstellen, wenn je met 60 knieproblemen hast, of de rückenproblemen, en du kannst die door training wegbrengen, dan is de levenskwaliteit, wie du älter wirst, anders natuurlijk, dan wenn du immer kniebeschwerden hast, oder wenn du treppen hoog laufst, bist bij de tweede steek, of bij het tweede stokwerk, van de maxnummer. So, wie du älter wirst, bestimmt de kunde zelf. Nou, dan hast du angesprochen, ja, fitness oder draußen. Ja. Ich sage immer, wenn die Leute lieber draußen sind, dann sollen sie draußen trainieren. Wenn sie sagen, mir ist es ein bisschen an, um in ein Fitnesszentrum zu sehen, ich bin nicht der Typ dazu, dann müssen sie nicht zum Fitnesszentrum gehen. Ja. Oder? Weil wichtig ist, dass man auch die Regelmaß durchhalten und nicht einfach sagt, ja,
ich habe ein Abo und ich komme nie. Mhm. Nein, man sollte das tun, was dir Spaß macht. Und wenn du sagst, hey, Tennis macht mir Spaß und ich mache es 2-3 Mal die Woche, super, mach dann das. Mhm. Wenn du sagst, ich gehe lieber joggen, mach es joggen oder schwimmen. Ja. Hauptsächlich, du tust etwas. Ja. Okay. Rücken- und Nackenschmerzen sind ja fast eine Volkskrankheit bei den Leuten. Man hört sehr viele Leute, die diese Probleme haben. Ja. Was kannst du solchen Menschen mit solchen Schmerzen empfehlen? Ja. Gibt es etwas Spezielles, das man muss beachten muss? Oder vielleicht ein Training, das gut tut? Ja. Nou, in principe kann man sagen, dass ich würde sagen, 80% die Leute mit Rücken- und Nackenbeschwerden zu uns kommen, sind die Leute, die eine sitzende Tätigkeit haben. Mhm. Oder? So oft verursacht durch Bewegungsmangel. Das ist mal eine. Oder? Dann gibt es natürlich auch die sogenannten psychosomatische Patienten. Ja, ich kann mir vorstellen, wenn Leute einen schlechten Lebensabschnitt haben, dass die Leute schneller Probleme haben im Rücken oder im Nacken. So, die psychosomatische Faktor sollte man nicht ausschließen. So, man muss nicht Leute kategorisieren, es kommt von das oder es kommt von das. Da muss wirklich die Leute so anschauen. Das ist sehr wichtig. Wir sehen immer wieder, dass die Leute mit Rückenbeschwerden kommen, dass wir ein bisschen Massage machen, aber wir sehen die große Wirkung vom Training. Dass die Leute wirklich, wie ich schon mal vorher angesprochen, das viel gut Gefühl bekommen von, hey, ich mache wieder etwas, ich mache Übungen, die ich vielleicht nicht so gewöhnt bin. Und plötzlich sehen wir, dass die Leute wirklich belastbarer werden, stärker werden, und wenn sie merken, dass sie besser werden, steigert dat die Motivation. Und dann merkst du, dass die Leute wirklich mit Freude immer wieder kommen. Und das ist super schön, ja. Wunderbar. Bitte vielleicht noch eine letzte Frage. Was für Fehler sollte man vermeiden, um Schmerzen im Bewegungsapparat zu vermeiden? Ja. Gibt es da irgendetwas, wo du kannst einen Tipp geben, vielleicht für die Leute, wo einfach Schmerzen sind? Was kann man machen? Oder gibt es Tipps von deiner Seite? Also, ich denke erstmal genügend Bewegung, Regeneration, ein gesundes, und ein happy life. Das ist mal sehr wichtig, oder? Die Leute, die Schmerzen haben, sollen nicht zu ängstlich sein. Mhm. Das Körper kann viel mehr, als man selber denkt. Ja. Oder? So oft ist die Mindset, von wie wir etwas, über etwas denken, ob wir es kunnen oder niet kunnen, fängt hier an. Mhm. Und das sehe ich immer wieder, das sehe ich täglich, wenn die Leute richtig durchs abholen, richtig durchs coachen, sind die Leute fast zu alles in Stande, um zu tun. Okay. Danke vielmals, das Gespräch, Peter. Danke dir, Stefan. Super interessant. Danke vielmals.